Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vergesst die Glocke nicht. So, ja, auch mal ein bisschen dafür Werbung machen. Wir klicken erstmal kurz unseren kleinen Kuribo an. Und ja, mehr müssen wir eigentlich auch gar nicht hier machen. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Hier haben wir noch ein paar Missionen. Ich will kurz mal ein bisschen durchschauen, weil ich jetzt noch nicht so viel gespielt habe. Ich habe allerdings schon was aufgenommen und ja, leider gefällt es mir nicht so. Deswegen machen wir hier eine kleine Neuaufnahme. Und ab Stufe 5 oder 6 kriegt man die Mission für einen neuen Charakter hier in 5Ds. Und zwar ist es Akiza Izinski. So. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz durch die Missionen, die wir hier haben, um sie zu unlocken. Und zwar, how to unlock. Once you reach Stage 6 in 5D's World, Akiza Izinski unlocks Missions appears. Complete all the missions to Akiza unlock als Shriwa-Charakter. Ich setze euch den Link mal noch unten in die Beschreibung, das ist wieder von Game A, Duel Links. Und da müsste man auch irgendwo die Mission sehen können. Die interessieren uns jetzt eigentlich nicht, weil die sind auch relativ einfach. Und ja, Akiza bringt hier eine Fähigkeit mit, und zwar uns zwei im Fuß. Und vor allem bringt sie auch noch den Dings mit, den Black Rose Dragon. Ist okay. Leider haben wir Black Rose Dragon jetzt nur so als Charakter. Nicht so als Charakter, sondern nur so als Fähigkeit. Was ich natürlich so ein bisschen schade finde. Copy Plant, einer der besten Empfänger. Und natürlich muss man auch mal ein bisschen so dazu sagen, ja, was zum Teufel hat sie hier schon wieder, ey. Egal. Das haben wir alle 50 Charaktere. Und natürlich darf man es bei dem Weibchen nicht vergessen. Ja. Schöner Charakter. Nee, Spaß. Akiza ist wirklich so ein Charakter, wo man halt wirklich sagt, sie ist sehr, sehr beliebt bei den Fans und gibt es auch viele Fanarts von. Also wenn ihr euch mal da auf DevinArt oder Tumblr etc. mal umguckt oder auch mal so ein paar Custom Playmats. Es gibt schon coole Designs von ihr und auch ein paar coole Bilder mit ihr. Ja, dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, wir gucken uns mal hier ihr Dings an, ihren Skilltree, ihre Karten, die man farmen kann, das meine ich. Und zwar haben wir sie hier schon auf Level 40. Und was recht cool ist, wir können hier Rosaria bekommen, eine der weiteren gefallenen Engel, die sind nämlich alle Stufe 7 und 8. Ich glaube, sie müssten alle Stufe 8 und 7 sein. Alle Pflanzen und ich glaube, verschiedene Attribute. Und zwar kann sie nicht normal oder kann sie nicht normal beschworen werden, muss zuerst als Spezialbeschworung von deiner Hand beschworen werden, indem du zwei Monster von Typ Pflanze Stufe 7 oder höher verbannst. Eins von deiner Hand, eine vom Grave. Und das ist schon mal ziemlich cool, weil wir haben, wenn wir ein Pflanzendeck spielen, eigentlich immer was im Grave oder in der Hand. Und ja gut, man bräuchte jetzt nur noch die Stufen. Es ist also halt nicht unmöglich, die rauszubekommen. Es ist auf jeden Fall schon machbar. Und einmal pro Spielzug, du kannst bis zum Ende dieses Spielzugs die Effekte aller anderen offenen Karten annullieren, die sich derzeit auf dem Spielfeld befinden. Alter, aller Karten. Das heißt, Pergamente-Zauber, Pergamente-Fallenkarten, Spielfeld-Zauber, alle Monster, alles negiert. Das ist richtig geil. Dann kommen wir zur wiederbelebten Rose. Und die kann, falls ein Monster Stufe 5 oder höher von Typ Pflanze, das du kontrollierst, zerstört wird, kann man diese vom Friedhof Spezial beschwören. Okay? Geht zwar nur in der gegnerischen Runde und sie hat nur 1-3 Def. Aber gut, es ist eine Free Special Summon. Von daher kann man mal mitnehmen, wenn man es haben will oder nicht. Aber die Rosenhexe, die hat zwei Attribute, gilt für Pflanzenmonster. Dann haben wir noch den finsteren Schlängler. Wenn ein Empfängermonster von der Pflanze als Normalbeschwörung auf deiner Spielzeit beschworen wird, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die Angriffsposition beschwören. Das ist sehr nice, weil wir haben hier in Stufe 2 einen Nicht-Empfänger. Und mit irgendeinem Empfänger von Typ Pflanze,
den wir durch Einzelfeuerblüte einfach mal so rausholen könnten, falls es hier schon Einzelfeuerblüte gibt, wäre die Karte schon mal ziemlich cool. Dann haben wir hier schon mal den Dornnagelist und ja, er stärkt das Monster kann nicht durch Kampf zerstört werden und man kann nur Rosendrache oder man muss die Pflanze damit ausrüsten und das macht Piercing Damage. Ja, ziemlich gut. Dann haben wir hier noch ein paar Commons, die werden wir jetzt hier nicht durchgehen. Also Commons und Rares. Ich möchte es auch gar nicht gegen die spielen, weil wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Zeit. Und ich möchte das Video schon so ein bisschen kurz halten. Und zwar gehen wir jetzt mal kurz zu Yu-Gi-Oh! Zurück. Und ja, ein neues Event ist da und zwar nämlich der epische Yami Yugi. Und das gucken wir uns jetzt erstmal an. Epischer Yami ist da. Duelliere dich mit ihm, um erst eine Welt nach Kommandant zu erhalten. Ansonsten steht hier eigentlich nicht viel. Ja, hier haben wir schon mal den ersten Weltler Kommandant. Falls du eine erste Weltler Karte kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Wenn diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wird, kannst du außerdem einen ersten Weltler der Stufe 6 in Verteidigungsposition aus deinem Friedhof spezialbeschwören. Okay, das ist schon mal ganz nice. Wir kriegen also so zwei Monster aufs Feld, wenn er als Tribut rauskommt. Er kann sich spezialbeschwören, das ist auch sehr, sehr gut. Aber jetzt geht es natürlich um die Karte, die wir alle haben wollen. Und zwar Inkarnation der legendären Exodia. Und diese Karte war als Promokarte, oder besser gesagt, war erstmal geprintet in den Legendary Decks 2. Da auch zusammen mit ihrer Fallenkarte und auch mit ihrer Zauberkarte, glaube ich. Auf jeden Fall hat sie noch ein bisschen mehr dahinter. Und jetzt gehen wir die mal durch. Und zwar kann nicht als normale Beschwörung beschworen und gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du einen Exodia, die verbotene oder verbotenen Monster, als Tribut anbietest und kann nicht auf andere Art beschworen werden. Diese Karte erhält 1000 ATK für jede Exodia, die verbotene und jedes der verbotenen Monster in deinem Friedhof. Bleibt von Effekten anderen Karten unberührt. So, das heißt, die Karte kann maximal 5000 ATK haben. Death steigt nicht. Ja, dass sie von wirklich jeder anderen Karte unberührt bleibt. Cool. Dann, einfach im Spielzug. Während deiner Endphase füge deiner Hand ein Exodia, die verbotene oder der verbotene Monster von deinem Friedhof hinzu. Das ist auch sehr nice. Also, die Karte bringt uns auch ein bisschen dazu, Exodia zu spielen. Also, dass wir auch Exodia in die Hand bekommen können. Und der letzte Effekt. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine beliebige Anzahl Exodia, die verbotene oder der verbotenen Monster in der Hand vorzeigen. Und falls du dies tust, ziehe für jedes eine Karte. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Exodia-Teile in der Hand haben, sagen wir jetzt einfach mal, wir haben vier Teile in der Hand, können wir vier Karten ziehen. Aber nur, wenn die Karte zerstört wird. So, an sich cool. Sehr cooler Exodia Support. Ist auch mal eine andere Strategie. Bin mal gespannt, wie das Ganze gespielt wird, falls ihr davon Decklisten habt oder ähnliches. Dann schickt die mir in Discord oder verlinkt mal hier ein Video. Und dann sehen wir uns das Ganze mal an. Ansonsten im TCG ist die schon etwas länger da. Ist aber nicht so wirklich spielrelevant. Aber ja, coole Fun-Deck-Karte, würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen, gucken wir noch weiter. Und zwar mögliche Missionsbelohnungen. Du kannst die folgende Fähigkeit erhalten, indem du die Mission duelliere dich in Duell wird 20 Mal mit epischer Yugi duellierst, abschließt. Fähigkeit Meister der Magier. Kann verwendet werden, nachdem deine Life Points um 2000 reduziert wurden. Füge deine Hand zufällig 1000 Messer, einen Angriff mit dunkler Magie oder eine erweiterte dunkle Magie hinzu. Kann nur einmal pro Duell aktiviert werden. Okay, 1000 Messer war das, was ein Monster zerstört. Angriff der dunklen Magie war das, was alle Monster zerstört. Und die andere, die war das hier. Und die kann uns entweder einen schwarzen Magier adden. Aber die hat noch mehrere Effekte. Ja, basierend auf dunkler Magier Mädchen. Ein Finsternismonster von Typ Hexer auf dem Spielfeld erhält 1000 ATK. Zwei oder mehr. In dem Spielzug kann dein Gegner weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung deiner Zauber- und Fallenkarten oder Zauber- und Fallenkarten-Effekte aktivieren. Plötzlich können Zauber- und Fallenkarten, die du kontrollierst, nicht durch Kartenfehler deines Gegners zerstört werden. Sehr, sehr guter Effekt, auf jeden Fall.
Und für drei Winterheitsmonster von Typ Hexer, die du derzeit kontrollierst, bleiben bis zum Ende deines Spielzugs von Karteneffekten deines Gegners unberührt. Okay, der dritte Effekt ist auch ganz nice, aber ich finde den zweiten eigentlich schon besser. So, ja, dann wollen wir noch uns weiter Akiza angucken. Und danach werden wir mal ein Duell gegen den epischen Yamayugi machen und ein Duell gegen Akiza. Das werden wir hier auch gleich dann mitmachen. Und ich will jetzt erstmal hier darauf und hier ihre Belohnungen angucken. Und zwar kriegen wir hier als erstes die Rosenfee. Die kann sich spezial beschwören, wenn sie durch einen Karteneffekt von deinem Deck hinzugefügt wird, also von deinem Deck deiner Hand hinzugefügt wird, dann kann man sie spezial beschwören. Dann haben wir hier den Marcos Gapa Samen. Nicht als Synchromaterial, kann nicht als Synchromaterial verwendet werden, außer für die Synchrobeschwörung eines Erdemonsters. Man kann sein Erdemonster auf jeden Fall wählen, verringern seine Stufe um 1. Das ist ja nice, der erste Empfänger, Stufe 3. Und wir können damit leichter Naturia Beast, Naturia Bakion oder Naturia Landiose, wie sie heißt, bauen. Das ist nämlich sehr nice, weil ja, hier ist Stufe 3. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Karten hätten wie irgendeine Stufe 2, 3 gutes Erdemonster, was mir gerade nicht einfällt, was man zum Beispiel durch Ethelo oder ähnliches holen könnte, dann würde man da recht schnell eine gute Synchro hinbekommen. Hier haben wir nochmal die Rosenfee. Hier haben wir noch Band des Untergangs. Und falls ein oder mehrmals auf die Pflanze als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof die Spielfeldseite deines auf deiner Spielfeldseite beschworen werden, sie halten 1000 Karte, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt und die Karte wird noch 2 Runden zerstört. Okay. Dann haben wir hier nochmal den Samen. Dann kriegen wir hier nochmal. Dann kriegen wir hier noch den Dondargelist, den wir auch farmen können. Den botanischen Löwen kriegen wir noch, der sehr, sehr gut ist, weil der kriegt nämlich mehr ATK für die Pflanzen, die wir auf dem Feld haben. Sehr gut mit Schwarzer Garten. Aber noch eine violette Hexe. Gutes Monster zum Searchen von Pflanzenmonstern. Und hier nochmal ein botanischer Löwe. Sehr cool. So. Jetzt bin ich wieder zu Akiza gewechselt. Gut, wir wollen jetzt kurz mit Yusei spielen. Und dann wollen wir hier mal ein Duell gegen Akiza machen. In der nächsten Folge wird dann Twatch kommen und das derzeitige Event. Auf den Casey Cup etc. will ich jetzt hier mal nicht eingehen, weil erstens spiele ich viel zu wenig gerade. Und zweitens, ja, bin ich da sowieso nicht so im Bilde. Und da ist es immer tagesaktuell, weil ich meine, wenn ich jetzt heute ein Video bringen würde über den Casey Cup und das dann erst am Freitag oder so rauskommen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon wieder veraltet. Von daher vertraut mal lieber da auf Sachen wie Discord oder auf Facebook-Gruppen etc., die da aktuell mit dem Thema sind. Und ja, wir haben eine relativ schlechte Hand mit unserem Farming-Deck, nämlich spiele ich hier gerade mit dem antiken Antriebsdeck. Ich dachte mal, packen wir es hier nochmal aus, dann kann Akiza vielleicht mal doch zeigen, was sie drauf hat. Ja, und anscheinend zeigt sie es sofort. Weil sie hat sofort den Rosenengel rausgeholt. Und die kann man einfach so spezial schon, indem man einfach mal nochmal einen Monsterzug auf die Hand nimmt. Was mir gar nicht gefällt, weil ja, die ist ziemlich stark. So. Ja, der antike Antriebssoldat, der kann auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und sie hat ja auch keine verdeckten Zauber- oder Fallenkarten. Von daher kann ich da mal kurz reinrennen. Und ich würde aber am liebsten jetzt erstmal auf den Empfänger raufrennen. Den darf ich auch nur angreifen, okay. Wenn wir nächste Runde jetzt noch ein antikes Antriebsmonster ziehen oder ein Golem, wobei halt, warte mal, bringt uns ja gar nichts, weil er wird jetzt nicht zerstört durch die Tussi hier. Ja. Ne, wird nicht zerstört, wird nur geschwächt. Also, wenn wir jetzt einen ziehen, dann. Wow, wir ziehen einen. Sehr cool. Dann können wir eine Fusion machen zum antiken Antriebsgolem. Können den noch verstärken und können sie, ja, auf Null bringen. So. Zum Farmen und alles ist alles unten verlinkt, also da könnt ihr euch mal reingucken. Wie gesagt, GameRDuLinks ist immer so eine Seite, die ich immer nutze für solche Informationen. Und wenn ihr da bessere Sachen habt, dann einfach gerne in die Kommentare posten. Und dann würde ich sagen, greifen wir erstmal das verdeckte Monster an. Sehr schön, nochmal 3, 5 Schaden.
Und sie hat fast die gleiche Pose wie alle anderen auch, nämlich, ja, so, oh, ich wurde besiegt. Ja. Ja, ich mache gerade ein bisschen mehr Quatsch hier mit dem neuen Mikrofon und mit dem neuen, mit der Webcam und mit dem Stativ hier. Vielleicht passieren auch mal ein paar andere lustige Sachen in den Videos. Mal gucken, wie ich so drauf bin und weil ich dafür Lust und Laune habe und was mir so einfällt. Wow, es ist ein Fehler. Ja, Konami muss hier wieder Werbung machen. Also, ja, mein Gott, ey. Konami ist werbungssüchtig hier. Nee, alles gut, alles gut. Aber solche Fehler hasse ich nun mal, ganz ehrlich. So. Ja, jetzt darf ich hier wieder tausend Sachen anklicken. Und dann würde ich sagen, holen wir uns hier das auch mal raus. Egal. Sowas brauche ich euch nicht rausschneiden. Das ist jetzt auch egal eigentlich. Und am Wochenende werdet ihr dann wahrscheinlich die ersten Livestreams von Walt Zika sehen. Da habe ich nämlich auch gesagt, dass ich die nämlich auf YouTube hochladen möchte. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken, falls ihr das Ganze verpasst habt. Und dafür gibt es dann auch natürlich eine Playlist und dann halt ungeschnitten. Jetzt würde ich aber auch sagen, wir wollen zu dem epischen Yami Yugi. Und den würde ich jetzt gerne mal mit meinem Dings-Deck machen. Mit meinem Insekten-Queen-Deck von Weevil hier. Was wir auch schon letztens im Stream gespielt hatten. Ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, Sonntag oder Freitag oder irgendwie müsste das gewesen sein. Also, wenn ihr das Video seht, das ist schon fast eine Woche her. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Wir haben ja schon ein Ausdrucksspell und wir haben ja auch schon hier den Dings. Das ist sehr, sehr nice, weil wir können jetzt eigentlich schon den Gegner total überrennen. So, und können wir das noch hier zurückmischen, noch was ziehen. Ja, und dann kriegen wir noch eine Spielmarke. Ich würde sagen, Yugi hat keine Chance. Aber auf keinsten. Ja, Tribut nur noch eins, greifen wir das nächste Monster an. Du darfst hier was searchen. Ich meine, du hast zwar noch einen Zug, aber ob dir der so viel bringt. Ja, oder man macht es natürlich einfach so. Ja. Sehr schön. So, ein Secret Rare Juwel und ein Dings. Super Rare, nicht Secret Rare. Oh, ich denke bei SR immer an Secret Rare. Aber egal, es heißt Super Rare. Gut. Das kann man hier auch noch einsammeln. Dann würde ich euch. Dann habt viel Spaß mit dem ganzen Event, mit Duel Links etc. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Ne? Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Und dann, bis dann, haut rein. Ciao.